Und damit. Warte. Hallo und herzlich willkommen zu. Hä? Hallo? Headset starten. Zu Wild Arms! Ich bin in den letzten Tagen. Ich muss mein Headset mal ein bisschen leiser machen. In den letzten Tagen ein bisschen. Nennen wir es. Zurück in die alten Zeiten. PlayStation 1, Super Nintendo, PlayStation 2. PSP habe ich mir auch noch irgendwas angeschaut. Ich habe sau viel downloadet. Aber sollte man das so sagen? Ich hatte diese Spiele alle, sagen wir mal so. Ich habe sie auf jeden Fall zum 90% alle selber gehabt. Nur meinen Jüngern und ich würde ich dafür am liebsten aufs Maul hauen. Ich habe die halt nicht wirklich gut behandelt. Ich habe die meisten wahrscheinlich weggeschmissen oder sonst irgendwas. Ich weiß, irgendwer würde mich gerne steinigen. Wild Arms, JRPG. Kam 1996 das erste Mal raus. Wild Arms XF ist der letzte Titel gewesen, der aus der Reihe erschien, 2007. Ja, ich habe hier das Wiki offen. Ich sehe gerade, der kam bei uns erst im Oktober 1998 raus, auf Deutsch. Man findet es auch kaum im Internet auf Deutsch. Ich habe es eigentlich nur auf Englisch gefunden, aber ich wollte es auf Deutsch spielen. Man hat hier drei Protagonisten, mit denen fängt man an. Einer nach dem anderen und irgendwann während der Story treffen die sich dann und helfen sich dann miteinander. Wir spielen mal rein. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob mir diese Stories komplett spielen oder ob ich erstmal in mehrere Spiele reinspiele und dann schaue, was taugt mir mehr und was taugt euch mehr. Weil es ist ja immer ein wenig so, man verklärt ja alte Spiele gern ein bisschen. Boah, das war so geil damals. Und dann spielst du wieder und denkst da, wow, alter Scheiße, wie konnte man das Zeug eigentlich steuern? Und dann gehen wir nochmal rein. Es ist mit einem PlayStation Emulator auf dem PC, ist es. Die Grafik ist verbessert. Und das Leben verschwindet allmählich aus dem Land. Langsam, aber sicher, schreitet die Zerstörung Filgaias weiter fort. Eine verwüstete Welt, voller schrecklicher, ich bin zu schnell, ne? Monster plagt die Menschen in Filgaia, die verzweifelt an ihrem Land festhalten. Die, die das Abenteuer suchen, werden Traumjäger genannt. Da gibt es einen Jungen im Surfdorf. Surfdorf? Surfdorf? Keine Ahnung. Kaum zu glauben, dass dieser Junge das Zeug zu einem Traumjäger hat. Was sucht er? Wir hören jetzt auf, vielen Dank, die Fässer sind sortiert. Ich habe dich auf Empfehlung von Bürgermeister Piffer eingestellt. Mir scheint, du bist okay. Übrigens, wie heißt du? Rudy. Wir bleiben bei Rudy. Mich stört es immer, wenn die anderen Namen haben. Rudy, du bist stärker, als du aussiehst. Im Pferden scheint es zu gefallen. Hier, der heutige Lohn. Tut mir leid, Junge. Mehr können wir nicht zahlen. Heilbeere erhalten. Eventuell hat der Bürgermeister noch mehr Arbeit für dich. Nochmal vielen Dank. Bis dann. Wir werden auch hier... Entschuldigung. Wir werden auch hier erstmal mit einer Folge reinspielen. Weil mir heute ein bisschen noch die Zeit ausgegangen ist. Weil ich wollte es heute Sonntag, 16.02. falls wen interessiert. Für auch Leute, die später schauen. Ich wollte es eigentlich früher spielen, aber dann hat ein anderes Spiel länger gedauert und jetzt habe ich halt dann mal geschaut, denke mal, hey, schaust mal, packst mal eine Folge von dem und eine Folge noch von dem anderen und dann schauen wir mal weiter. Was willst du? Scheiße, was habe ich gemacht? Oh, ich kann speichern. Save. Okay. 3 Minuten. Komm wieder mal vorbei. Wo ist der scheiß Bürgermeister? Kann ich eigentlich rennen? Hallo, kann ich rennen? Ich will rennen. Scheiße, tatsächlich. Was zur Hölle, Alter? Bin ich Link oder so mit den Stiefeln? Das schaut nicht nach Bürgermeister aus. Wie schaut's hier aus? Haben wir eigentlich alle keine Türen, Mann? Scheinbar nicht. Habt ihr irgendwas für mich? Was ist eigentlich benutzen? Werden wir dann schon merken. Es ist auch ein Rundenkampf. Und ja. Falls wen interessiert, wie oder. Na gut, es war ja gleich das größte Haus, ne?
Mein Mann hat mir erzählt, dass du hart gearbeitet hast. Du wirst müde sein. Oben sind Betten, willst du dich ausruhen? Komm wieder, wenn du müde bist. Okay, mit X rennt man und mit X tut man auch, Bürgermeister Piffer. Rudi, wie geht's dir? Dank dir sind die Ställe in gutem Zustand. Nimm dies hier als Zeichen meiner Anerkennung. Vor langer Zeit fand ich diese Bomben beim Erkunden alter Ruinen. Vielleicht nutzen sie dir. Alles klar, Alter. Ich gehe irgendwo ein paar Fässer rumschieben und krieg mal ein paar Bomben, ne? Bürgermeister Pfeffer, diese Bomben werden fast alle kleinen Objekte zerstören. Geh nah an das Objekt, das du zerstören möchtest, heran und drücke die Taste Objekte. Es wird bald explodieren. Diese magischen Bomben gehen nie zu Ende. In der guten alten Zeit gab es in den Höhlen im Süden magische Bären. Wir würden mit den Bomben die Höhlen vom Schutt befreien. Nur da es keine Bären mehr gibt, brauchen wir sie nicht mehr. Die Welt geht dahin und unser Dorf langsam mit ihr. Ja, und was mache ich jetzt? Wirst du deine Kraft wieder erlangen? Was für eine Kraft, Alter? Ich bin noch... Magie habe ich eh keine. Alter, was los? Entschuldigung, ich muss auf den Bürgermeister sprechen. Es wird viel zum Lesen sein, verdammt. Bürgermeister Pfeffer, ein Kind aus unserem Dorf ist in die Bärenhöhle gegangen. Was? Was sollen wir tun? Langsam zu Rudi laufen, anstatt einfach von da unten zu schreien. Achso, ne, der denkt nach und läuft hinterher. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Bärenhöhle ist voller Monster. Es gibt nicht viel, was wir tun können. Ich muss mit den Bürgern drüber sprechen. Bewahrt Stillschweigen. Wir wollen keine Panik unter den Leuten verbreiten. Wie wär's mit mir? In dem Süden ist voller Monster. Oh jemine. Das waren noch Übersetzungen damals, Alter. Ja komm, los geht's, ey. Ja, hau mal weg, die Bagage. Was ist los? Hey, komm, was kann ich für dich tun kaufen? Oh, ich hab 500 Geller, Alter. Langmesser. Hab ich schon equipped, scheinbar. Halbeeren. Wie viele möchtest du? Machen wir 3. Kaufen. Gegenmittel, Medizin. Was ist Medizin eigentlich? Ich hab keine Ahnung, was Medizin macht, Alter. Rose, Balsam. Kann man das irgendwie... Ah, Lähmung heilen. Stummheit heilen. Krankheit heilen. Gift heilen. Ah, sehr gut. Gut zu wissen. Auf geht's in die Bärenhöhle. Wobei das ja Bären mit Bären gemeint ist. Oh ja, die Musik war immer sehr geil. Warte mal, die war im Süden, ne? Erzählt auch gleich, wie geil und qualitativ hochwertig die Monster ausschauen. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage her. Mensch, ich schaue eine Sekunde weg, da schlüpfen diese Kinder vorbei. Niemand aus dem Dorf hat hier Zutritt, was soll ich tun? Mich einfach vorbeilassen, Alter, ich hau die weg, ey. Zutritt verboten, Fledermäuse bedeuten Gefahr, geh jetzt. Oh ja, diese bösen, bösen Fledermäuse, ey. Hä, sollte nicht irgendwelche Dinger kommen? Aha. Das ist ein Ballon und keine fucking Fledermaus, Alter, was zur Hölle ist los? Einfach drauf. 3. Na warte. Force Level Up. Warum ist das Ding eigentlich schneller wie ich? Komischer Ball, Alter. Was haben denn die für Monster hier rumlaufen, ey? Schaut aus wie ein fehlgeschlagenes Genexperiment oder so. Warum schlägt der eigentlich mit dem scheiß Schwert zu, wenn er eine verdammte Knarre hat, Alter? Da macht man es wie Indiana Jones. Oh, das ist ein Hebel, soll ich ihn ziehen? Scheiße, wie habe ich das nur rausgefunden? Ey, irgendwie macht's mir jetzt schon Spaß. Fuck, Alter. Ich habe so viele Spiele downloaded. Alles klar, ey. Randale, Mann. Aber scheinbar kommt da nichts raus. Kann man das irgendwie abkürzen oder schneller machen? Das dauert mir zu lang. Was ist denn das? Ein scheiß Goblin. Hau ihn weg! 5? Was, 11? Du Monster, ey. Oh Mann, was hab ich denn da? Waffenschild 1. Was zur Hölle ist das? Handgranaten. ATP 10. Verbleibende Kugeln 8. Ja, komm, jetzt für den benutzen wir es jetzt mal nicht. Warum sind die eigentlich alle schneller wie ich? Ah, okay. Tot. Sehr gut, Mann. Sehr gut. Wann steige ich verdammtes Level auf? Ah, scheiße. 50 Geller halten.
Es waren damals schon echt geile Spiele, Mann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Wild Arms je durchgespielt habe. Weil ich glaube, gerade solche Spiele waren mir damals einfach zu komplex und hart, Alter. Also, es ist halt schon... Wie alt war ich da? 12 oder so? Präventivschlag, geil. Wie nochmal? Ja. Hör mal, erster. Yes, Alter. Bin ich Level aufgestiegen oder so, weil ich plötzlich schneller bin oder sind die Gegner schwächer? Ich hab keine Ahnung. Geht doch nicht immer weg. Wo steckt denn hier so viel Kohle, Alter? Dieses nicht Schild zerstören, Gefahr, geh jetzt. Bäm, Alter, dreckiges Schild, Alter, dem hab ich's gegeben. So, was kommt jetzt halt? Ach so, Ball wieder. Der zieht doch nichts ab. Warum darf jetzt der wieder als erstes? Hör auf, mich mit einem komischen Drahtgeflecht da anzufassen. Was soll das eigentlich sein? Deine Ader oder so? Komm, ich darf zuerst. Yes. Jetzt ist die Frage, wenn ein Boss kommt, kann ich vorher speichern? 2 Geller, Alter. Weißt du schon, den Scheiß drin sind 50 drin und der gibt mir 2 Geller. Oh. Achso, ja, jetzt bewegt sie es richtig, oder? Bäm. Wie hat er das nur gemacht? Es war nur Musik, ey. Das war damals geil. Ich frag mich gerade, wie viele Erfahrungspunkte mein Typ braucht, Alter, damit er Level aufsteigt, man. Force Level Up. Was ist Force Level Up, Alter? Da muss ich meine Menü aufleveln? Wir gehen mal ins Menü. Nö, Level 1. Controller, Cursor, Symbol, Fenster, Laden. Ah, die Level sind echt groß, Mann. Sei still, Schritte wecken Fledermäuse, langsam und vorsichtig. Alter, das erste Level ist echt groß, Mann. Was auch damals ein echt geiles Hinterhalt. Oh, scheiße. Geiles Spiel war Breath of the Wild 3. Hammer Game, ey. Warte mal, da benutzen wir jetzt mal Handgranate. Ah, scheiße, der ist zuerst dran. Okay, da müssen wir uns jetzt dann heilen, ey, weil sonst haben wir ein echtes Problem. Was? Warte mal. Gegenstände. Heilbären. Was? Der ist zuerst dran. Was soll denn der Käse? Ja, wir sind es noch gewohnt, ne, dass wir 50? 67 sogar. Der zieht mir ja nichts ab, Alter. Als erstes muss der andere weg. Aber Alter, man steigt bei der Verteidigung Level auf. Gegenangriff? Yes, Alter, dann ist der weg. Condition Green. Das Lustige ist, es wird halt einem nichts erklärt, ne? Vom Kampfsystem her. Force. Über was Force? Alter, 39, ey, was geht? Immer noch kein Level Up. What the fuck, wie viele Dinger brauche ich? Steht es irgendwo? Next. Ah, 8 noch. Oh, scheiße.
Ah, jetzt weiß ich, was mit langsam laufen gemeint war. Shit. Ich habe eine Fledermaus um mich rum. Tatzelblim. Bin ich jetzt schwächer oder so? Gegenangriff, sehr gut. Hau dann weg, Alter, komm. Was, der lebt noch? Dämliches Mistvieh. Ah, es war so klar, dass dann erstmal noch der andere da. Eine Ding aufgestiegen. Bin ich jetzt eigentlich geheilt? Müssen wir da normal laufen, das ist nochmal ein Problem. Heiliges Symbol erhalten. Okay, hat jetzt 115. Heilbeere. Alter, das waren noch Zeiten, wo noch viel zu viele Monster rumgammelt sind, ey. Jetzt müsste ich doch vor denen drankommen, oder? Ich bin doch schneller wie die. Alter, und ich kill die halt mit einem Schlag, Mann, geil. Komm schon, greif mich an, trau dich, Monster. Das Level Up bewirkt schon was, ne? Aber wie krieg ich die dämlichen Fledermäuse weg? Machen wir das so nicht. Was ist jetzt los? Schon wieder eins. Alter. Ich bin jetzt schon genervt. Ah, der Drecksgoblin ist ja trotzdem vor mir dran, ne? Wow. Crit, Alter. Den habe ich weggecrittet, Mann. Hammergeil. Aber wie jetzt so ein verdammter Goblin 16 Gold gibt, während... Was ist hier? Fledermäuse wird durch das heilige Symbol aufgehoben. Was ist ein Fledermaus? Okay. Der Fledermäuse. Scheiß Pack, Alter. Schlimm ist, wenn ich jetzt da oben nicht speichern darf. Oh Gott. Hä? Da konnte ich stolpern? Ich wusste nicht mal, dass ich stolpern kann. Ah, Alter, warum denn immer zwei? Energie haben die 35. Hopp, Gegenangriff. Ah, verdammt. Oh, jetzt sind so viel ab, ey. Jetzt macht er einen Gegenangriff, jetzt muss keinen Sinn mehr machen. So ein dämlicher Mistkerl. Old school, man. Old school. Wir sollten jetzt hier nichts rumschmeißen, ne? Wer weiß, ob diese dämlichen Fledermäuse nochmal kommen. Super Apfel. Fit Apfel. Reflex Apfel. Ah. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn ich mir sowas aufheben würde, ne? Aber hey, warum sollte ich? Okay, also erst den da, dann fährt der obere weg, oder? Genau. Den da, dann fährt der untere weg. So, jetzt müssen wir doch endlich bei den dämlichen Kindern sein, Alter. Scheiße, wie weit sind denn die neiglaufen? Mission. Ja, speichern! Speichern! Eine Reise aufnehmen, ja. So. Jetzt sind wir auch schon bei 21 Minuten, ne? Bloß mit dem Anfang. Kommen hier eigentlich Gegner? Da ist das Kind. Toni, ich suche nach Bären für meinen Vater. Die Bären sind auf der anderen Seite der blockierten Passage. Geh mal weg, ich hab Bomben dabei, Alter. Da ist doch nix.
Außer eine versteckte Kiste, du Sack. Hallst du? Oh yeah, ausrüsten. Die Bären glänzen ein wenig. Heilige Bären erhalten. Danke. Mit diesen Bären kann ich meinen Vater heilen. Beeilt euch, ich muss sofort zu ihm. Kein Bossgegner? Ich hätte darauf gewettet, dass ein Bossgegner kommt. Oh, oh, Arschkarte. Okay. Mutti! Warum machst du immer solche Schwierigkeiten? Ich wollte diese Bären holen, um Vaters Wunden zu heilen. Tonys Mutter. Seid ihr beiden okay? Was halt es mit dem Erdbeben auf sich? Ich hab dir immer gesagt, dass du nicht hierher kommen sollst. Du bist in Sicherheit, das ist wichtig. Gehen wir nach Hause. Ah ja, stimmt, es kommt Monster, ne? Scheiße, was bist denn du, ey? Hullalu, Zombie? Hau mir erstmal drauf. Fauler Atem. Ah, scheiße, ich hab gewusst, ich hätte mir irgendwas holen sollen gegen Gift. Ich hab mir bloß eins genommen, ne? Oh, ich bin gar nicht vergiftet, so wie es ausschaut. Nee, erst heilen. Alter, 22 ist halt echt übel. Also ich fand der Zombie schon immer ein bisschen anders aus. War damals, glaube ich, echt schwer. Achso, Hitrate 85% bloß. Der macht aber auch nichts mehr, ne? Oder nicht mehr, als bloß das. Boah, 146, Alter. Nochmal. Oh, scheiße! Gott, ich hätte mich heilen sollen. Wenn der jetzt dann vor mir drankommt, bin ich tot. Das könnte übel werden, das könnte übel werden. Nein! Ah! Oh Gott sei Dank. Oh, Gegenangriff finde ich auch gut. Wie der Charakter ausschaut, Alter. Alter, das Ding halt echt sau viel. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt jedes Mal weniger abzieht, Handgranaten. Alter, ja, mach das ruhig, ey. Bam! Super Treffer. Der Scheißding will nicht verrecken, ne? Hab Gegenangriff, hau dann weg, Alter. Das will ich nur mal sehen. Ach, shit. Oh, er kann den Scheiß doch noch. Verdammt. Und? Alter, was hält denn der aus? Auf einmal noch. Ich meine, wir haben ja noch Munition dabei, ne? Bam! 100 XP erhalten, Rudi eine Ebene aufgestiegen. Ebene? Das war noch Übersetzungen, ey. Rudi wirft sich dem regenerierenden Zombie die heilige Bäre zu.
Das heilende Licht der heiligen Bäre macht den Zombie zum Matsch. Klasse, du hast den Zombie besiegt. Toni, was ist mit Mutter los? Du hast über das ganze Surfdorf Unheil gebracht. Ich habe von dir gehört, du besitzt die Waffe, die verbotene Kraft. Ich weiß, dass das verboten ist, aber ich habe vor einigen Tagen deine Sachen durchsucht. Die Waffe hat uns alle ins Verderben gestürzt. Der Traumjäger Rudi hat uns alle verflucht. Das Erdbeben wurde wahrscheinlich von Rudi verursacht. Bürgermeister Pfeffer, Ruhe! Rudi, danke für die Rettung. Aber du hast den verbotenen Weg geöffnet und uns alle in die Gefahr gebracht. Du hast auch eine Waffe. Du wirst nach unserem Dorfgesetz dafür gerichtet. Bist du einverstanden damit, Rudi? Ja. Wir müssen sofort ins Dorf zurück. Rudi wird dort gerichtet. Scheiß Hinterwäldler, Alter. Der Junge brachte ein furchtbares Omen ins Dorf. Wir müssen was tun. Er ist ein Traumjäger. Es mag grausam klingen, aber er kann uns allen schaden. Beim Aufbrechen des Siegels gab es ein Erdbeben, das das ganze Dorf zerstörte. Kann ich speichern? Ah ja, ich kann aber Vogel speichern. Ach scheiße, es geht trotzdem erst weiter. Ich wollte die Folge gar nicht so lang machen, Mann. Wir stimmen also alle zu, wir werden ihn bitten zu gehen. Ich habe ihn hergebracht, so werde ich ihm auch unsere Entscheidung mitteilen. Alter, lass dir Zeit, Alter. Wir haben eine Stunde Zeit hier. Hast du gelauscht, Rudi? Dann kennst du unseren Beschluss bereits. Ich muss dich bitten, deine Sachen zu packen und zu gehen. Und komm bitte niemals wieder. Alles klar. Was willst du? Ja, lass die Zeit eine Stunde, so. Speichervorgang. So, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, wenn ich dazu komme, kommt morgen die zweite Folge. Ich bin mir überlegen, ob ich vor jeder erst mal 5 Folgen mache und ein paar Spiele erst anspiele. Ah, es ist so unentschlossen. Also auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.